Das Hechmecke-Studio präsentiert einmalige Aufnahmen vom legendären Fußballspiel zwischen dem Tambo-Korps und der Freiwilligen Feuerwehr im Östertal am 3. Juli 1964 auf dem Bolzplatz in Österau. Auf dem Spielfeld sehen wir klangvolle Namen wie der Schwatte Schöttler, Helmut Otto, Gerd Denker, Wolfgang Warberg, aber auch Hänschen Schmidt und Karl Huth. Als Sanitäter am Spielfeldrand fungierte der altbekannte Heinz Böhnke vom Deutschen Roten Kreuz in Plettenberg. So etwas gab es nur damals. Von Micke-Trainer aus, die Wirtin Luise Winterhoff versorgte alle Sportler und Betreuer mit dem Notwendigsten. Hier waren es Bier und Schnaps. Der blutjunge Hugo Pantel und Fritan Kramer. Mit so einem Spielgerät und diesen Platzverhältnissen war es nicht so einfach, in den Spielfluss zu kommen. Doch die Spieler auf dem Feld gaben alles. So ein Bierchen und ein Korn motiviert schon ganz schön. Und es fielen auch Tore. Wir sehen hier die Mannschaft der Feuerwehr in den schwarzen Trikots.
Und am Ende waren alle froh, so ein Spiel überlebt zu haben. Und es stand 4:4 für die Freundschaft. Im Hause Miketrine wurde dieses Ereignis mächtig begossen. So ist es halt im Sauerland. Übrigens, die Gaststätte Miketrine wurde später zum Haus Heiderich. Auch dies waren wieder einmalige Erinnerungen an eine gute alte Zeit. Natürlich vom Hechmecke-Studio.